Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Trendsportarten können mehr sein als nur ein waghalsiger Spaß. Felix Baumgärtners Sprung aus der Stratosphäre zum Beispiel. Für ihn war es ein Rekordversuch, für die Weltraumbehörden und Sponsoren ein riesiger PR-Schub. Dafür wurden Technologien entwickelt, die später auch für die Industrie genutzt werden können. So auch beim Kitesurfen. Bisher lassen sich nur Sportler mit den Kites in windige Höhen ziehen. Doch mit Hilfe der Kite-Drachen lässt sich auch Windenergie erzeugen. Und das vermutlich sogar effizienter und umweltfreundlicher als in klassischen Windparks. Stefanie Gerrissen über Cross-Windenergie. Windkraft ernten. Die Idee ist nicht neu. Seit dem 16. Jahrhundert stehen klassische Windmühlen in flachen Landschaften. Diese Energie hat damals gerade ausgereicht, um einen Mahlstein zu bewegen. Heute sind die Ziele ehrgeiziger. Windenergie spielt in der Energiewende eine wichtige Rolle, soll also langfristig große Teile der Atomenergie ersetzen. Allein in Deutschland stehen deshalb etwa 22.000 Windkraftanlagen. Und es werden mehr. Aber es müssen nicht immer Windkraftwerke sein. Im beschaulichen Friedland in Mecklenburg-Vorpommern versucht man mit Drachen Windenergie einzufangen. Auf einer 400 Meter langen Teststrecke fliegen in 300 bis 400 Metern Höhe die ersten Lenkdrachen, mit denen man die sogenannte Cross-Windenergie erzeugen will. Der Gedanke, dass Kites zur Energieerzeugung eingesetzt werden könnten, kam dem Unternehmer Uwe Ahrens, als er sich über eine verlorene Idee ärgerte. Der Ärger, der damals mich getroffen hat, war die Einstellung des berühmten Cargo-Lifter-Projektes. Meine Idee war immer, wenn ich mal in den Ruhestand gehe, dann kann ich mich in ein Hotel setzen, das unter einem Cargo-Lifter schwebend hängt und dann kann man über die schönsten Gebiete dieser Erde fliegen. Das ist leider umgebracht worden, das Projekt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, was kann man eigentlich noch machen mit Höhenwinden, mit der Energie dort rum. Und das ist eigentlich der Auslöser gewesen, X-Wind-Technologie zu entwickeln. Also Ärger. Aus dem Ärger ist mittlerweile ein Unternehmen geworden, die NTS GmbH. Zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart erforschen die Ingenieure und Physiker die Möglichkeiten für Crosswind-Energie. Anders als die Konkurrenz in den Niederlanden oder Italien setzen NTS und das Fraunhofer Institut dabei auf Kites, die Schienenwagen durch einen Rundlauf ziehen. Wie daraus Strom wird, erklärt Joachim Montnacher, Ingenieur beim Fraunhofer Institut IPA. Also das Prinzip ist sehr einfach an dieser Stelle. Man lässt die Kites oder die Lenkdrachen steigen und jeder weiß ja, diese Drachen erzeugen einen Zug an den Zugseilen und dieser Zug wird übertragen auf Bodenwagen. Der Bodenwagen wiederum ist mit einem Generator verbunden und so treibt der Bodenwagen den Generator an und erzeugt damit elektrische Energie. Aus kinetischer wird so elektrische Energie. In Berlin werden dafür die Kites und Höhenwindanlagen entwickelt. In Stuttgart die Schienenwagen aus Stahl und die Steuerungs- und Messtechnik. Der Vorteil von Kites gegenüber fest installierten Windkraftanlagen liegt auf der Hand. Sie können in unterschiedlichen Höhen fliegen. In zunehmender Höhe steigt auch die Windgeschwindigkeit. Bereits heute werden Windräder immer höher gebaut. Das bedeutet auch einen immensen Aufwand an Material und Baukosten. Doch das Hauptargument für die Crosswindenergie ist die größere Ausbeute, sagt Joachim Montnacher. Es ist ja wissenschaftlich bekannt, dass die Windenergieausbeute mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit zunimmt. Das heißt also, bei doppelter Windgeschwindigkeit hat man etwa die achtfache Ausbeute. Und das zahlt sich natürlich, wenn man in die Höhe geht, aus. In der Höhe wehen die Winde bedeutend stärker und auch die Verfügbarkeit der Winde ist bedeutend höher. Das heißt also, in Höhen über 200, 300 bis 500 Meter ist die Ausbeute erheblich höher als in niedrigen Regionen. Verglichen mit konventionellen Windenergieanlagen kann mit Kites also bis zu doppelt oder dreifach mehr Energie erzeugt werden. Auch weil die Kites flexibel in der Höhe eingesetzt werden können. Vier Seile halten einen Lenkdrachen mit bis zu 200 Quadratmetern Stoff. So kann er bei Bedarf eingeholt werden oder mehr Seile bekommen. Selbst bei extremen Wetterverhältnissen sind Kites robust. Davon ist Uwe Ahrens von NTS Energie überzeugt. Der Weltrekord beim Kitefliegen liegt inzwischen bei 240 Kilometern pro Stunde. Das ist schon sehr schnell. Allerdings würden wir so schnell auch nicht mit unseren Drachen fliegen, schon aus Festigkeitsgründen. Aber wir glauben schon, dass wir auch höhere Windgeschwindigkeiten ertragen als die konventionellen Windkraftanlagen. Und B, wenn es zu schlimm wird, dann gehen wir halt auch in Deckung. Das heißt, unsere Drachen werden dann eingezogen und später dann wieder automatisch gestartet über die Bahn. Ein Problem gibt es dennoch. Wenn kein Wind weht, fallen die Kites herunter. Es sei denn, sie werden bewegt. Doch innerhalb des Schienenrundlaufs können die Kites mithilfe ihres erzeugten Stroms in windstillen Zeiten gezogen werden. Genau wie ein Kind, das seinen Drachen durch schnelles Laufen in die Höhe treibt.
Die Kites passen sich also den Umweltverhältnissen an. Die Flächen können weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden, Tieren wird weniger Raum genommen, Lärm verursachen die Kites in luftiger Höhe kaum, dafür die Anlage am Boden. Doch das könne man ausreichend dämmen, glauben die Projektpartner. Weniger Kosten, umweltfreundlicher, mehr Energieausbeute. Kann Crosswind-Energie Windparks künftig ersetzen? Joachim Montnacher. Ich denke, es ist eher eine Ergänzung zu den bestehenden Windparks. Die Technologie wird zeigen, inwieweit ein Ersatz möglich ist. Geplant ist dies nicht. Wir gehen eher davon aus, dass die Crosswind-Technologie zum Einsatz kommt an lokalen Stellen, wo der Strom gebraucht wird. Bis dahin soll in der Praxis noch erforscht werden, was in der Theorie bereits funktioniert. Dazu gehört die optimale Steuerung, sodass der Drachen um die Kurve kommt, bei Gegen- und Rückenwind. Im nächsten Schritt wird dazu die Teststrecke zu einem Rundlauf ausgebaut. Die Kites sollen dann nicht mehr per Fernbedienung gesteuert werden, sondern von Computern. Dass Crosswind-Energie das Potenzial hatte, eines Tages wirklich genutzt zu werden, zeigt das Interesse daran. Erste Investoren sind bereits gewonnen und auch politische Entscheidungsträger sollen sich bereits in einer ersten Konferenz zu Höhenwinden zusammengesetzt haben, sagt Joachim Montnacher vom Fraunhofer-Institut. Anfragen kommen aus Südafrika. Eine Genossenschaft in Deutschland will eine Anlage bauen. Die Pläne von Uwe Ahrens sind dementsprechend ehrgeizig. Also ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, wo es jetzt genau weitergeht. Ich weiß nur, dass eine Anlage gebaut wird, nur noch nicht wo. Schön wäre natürlich Deutschland. Wie heißt das? Frank Sinatra hat mal gesagt, if you can do it here, you can do it anywhere. Aber Deutschland ist halt auch oft sehr träge bei den Zulassungsverfahren. Deswegen kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, wo wir hingehen werden. Das Forschungsquartett bei Detektor FM ist durch das Programm Neue Wege im Wissenschaftsjournalismus der Robert-Bosch-Stiftung ermöglicht worden.